Verdammte Scheiße. Tut mir leid, dass ich stören muss, aber es gibt noch mehr Ärger. Bischof, bist du da? Ich höre es. Du weißt, was zu tun ist. Ich öffne eine Brücke. Weißt du, Deacon, ich glaube, Abstergo ist immer noch sauer wegen deines Jobs letzten Monat. Was du nicht sagst. Okay, die Brücke ist offen. Los. Man kann wohl nicht in Abstergo sieben Daten rumschnüffeln, ohne Staub aufzuwirbeln. Wir haben nicht nur geschnüffelt. Wir haben Daten gestohlen, Vorläuferproben zerstört und ein paar Server gecrashed. Das sollte reichen. Wir sind wieder zurück bei Assassin's Creed Unity nach einer kleinen Pause gestern und wir müssen jetzt schauen, dass wir schnellstmöglich durch das Portal kommen, bevor hinter uns die Welt zusammenbricht. Wir haben den Mord an Mirabeau aufgedeckt, wir haben einen Kampf gegen unseren Großmeister quasi gehabt, der uns zu den Assassinen gebracht hat, beides ohne meinen Kommentar, weil Premiere Pro da irgendwie die Audios nicht mitgerendert hat. Das hat mich ziemlich angekotzt, aber hey, scheiß drauf, wir müssen jetzt durch das Portal. Auf geht's! Was wird uns auf der anderen Seite erwarten? Das ist die große Frage. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht wieder für Umme reinquatsche, sondern dass Vegas, warum sage ich immer Vegas, das Premiere Pro das auch diesmal mitrendert, sonst kriege ich einen Tobsuchtanfall. Und den nehme ich dann auf und lade ihn als Let's Ausrast hoch. Wo sind wir hier? Den Ausgang aus der Kanalisation finden. Da wären wir wieder. Zurück im alten, ungeordneten Code. Wir finden uns. Das Portal über dir. Ein paar hundert Meter. Finden uns in der Kanalisation und müssen nun hier einen Weg heraus befinden. Kommen wir da raus? Läuft bei uns. Das besetzte Paris 1944. Krass. Ein Panzer, Alter, und der Eiffelturm. Zeppeline. Alter, das sind alles Dinge, die man noch nie gesehen hat in einem Assassin's Creed-Teil. Und ich hab's ja noch gesagt gehabt. Attentat auf Hitler und so. Okay, du darfst nicht lange hier bleiben. Unvollendete Erinnerungen sind zu gefährlich. Du musst einen Ausgang finden. Ich führe dich so gut es geht. Okay, wir sind am Eiffelturm, Lady. Ich denke mal, wir müssen hochklettern, ne? Ja, dachte ich mir schon. Wahrscheinlich, wenn es geht, nicht unbedingt durch diese Lichter krabbeln. Auch wenn das denkbar schwierig ist. Wobei es geht. Alter, wie krass. Einfach nur mega geil. Da hat sich Ubisoft mal was ausgedacht, aber ist auch kein Wunder. Ich meine, Assassin's Creed Unity spielt im Hauptland quasi, im Gründungsland von Ubisoft. In Frankreich. Boah. Alter. Okay. Hier rüber. Okay, wir sollen die erste Plattform erreichen. Boah! Wir sind da. Au. Die Spitze des Eiffelturms erklimmen. Ach du Scheiße, Alter. Hier ran, denke ich mal, ne? Boah. Übel. Boah, und jetzt? Können wir gar nicht hören hier. Ah, doch, kommen wir, okay. Boah. Alter. Ich komme mir vor wie in so einem fetten Action-Game. Okay, wir sind fast oben. Alter, wie geil ist das bitte? Boah, ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Boah, nein. Alter.
Okay, wir müssen hoch. Nein. Okay, warte, hier lang oder was? Boah, auf den Zeppelin drauf? Was? Beeilung, sagt sie, weißt du? Beeilung, sagt sie. Natürlich, hey, wir sind gerade meilenweit über der Erde, aber hey, ist kein Problem, Beeilung. Machen wir schon, wir sind ja Ahnung, ne? Wir sind ja Assassine. Assassine! Boah, krass. Okay, weiter nach... Okay, weiter rüber. Nicht durch die Lichter. Wisst ihr, was sonst passiert? Boah. Alter, jetzt geht das Licht mit uns, oder was? Leck mich doch. Hier hoch, komm. Komm. Ja, du? Ah, okay. Hier hoch. Und dann? Alter, wie krass. Wie galaktisch. Hier überall so tote Soldaten, beziehungsweise... Also, boah, dann. Boah, dürfen wir den jetzt kaputt machen? Bitte. Alter, wie geil. Deckung. Das da vorne können wir kriegen. Boah. Nein. Okay, Nummer 1 haben wir. Sehr gut. Sauber. Wir haben beide. Okay, und jetzt ab durch das Portal. Wo lang? Hier hoch? Ah ja, okay. Boah, wir sind an der Spitze des Eiffelturms angekommen. Aber das Portal ist äußerst instabil. Ja. Ich bin schon dabei. Verdammt, was? Es ist weg. Mach weiter. Wir können es wieder öffnen. Das reicht. Du musst springen. Oh mein Gott. Okay. Auf geht's. Wow. Serverbrücke, die Renaissance. Boah, Alter, ich bin ein bisschen geflasht gerade. Ist das geil, ey. Ist das geil. Weißt du, so ein Assassin's Creed wäre schon irgendwie geil. Es hätte zwar nicht mehr viel mit dem alten Assassin's Creed zu tun, mit Pferden und Schwertern und Dolchen und sowas, aber hey, Alter, wie geil das wäre, wenn man das wirklich mal erleben darf. Ein komplettes Spiel lang. Das wäre schon geil. So Zweiter Weltkrieg Assassin's Creed, boah. Wäre schon irgendwie stylo und ich bin davon überzeugt, spätestens jetzt, wo man die Vorlage geschaffen hat, bin ich davon überzeugt, dass wir das in einer der nächsten Teilen auf jeden Fall miterleben dürfen. Ich meine, nächstes Mal sind wir in London, da ist die Zeit wieder ein bisschen weiter vorgedreht beim nächsten Assassin's Creed und ich denke mal, das wird von Jahr zu Jahr so sein, dass wir bessere und modernere Assassin's Creeds bekommen. Bis wir halt irgendwann dann eben so in den 40er Jahren im 19. Jahrhundert, im 1944 so angekommen sind. Das ist schon geil irgendwie, feier ich. Also das ist... Boah. So, Ladesequenzen sind dann gleich vorbei und weiter geht's. Und voilà,
Wir sind zurück. Danke, Deacon. Paris, 10. August 1792. Hey, das liegt einzig und allein an deinem Novizen, mein Freund. Schließlich hinterlasse ich nicht so viele digitale Fußabdrücke in Paris, dass man sie für kleine Hundehäufchen halten könnte. Notiert. Wir rufen dich, wenn wir dich brauchen. Alles klar, vielen Dank. Wir sind wieder zurück in Paris und wir haben das besetzte Paris freigeschaltet als neue Risse. Coole Nummer. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Was wir denn so haben an Missionen? Wie gesagt, in der letzten Folge haben wir noch den Tod von Mirabeau aufgedeckt, wer denn der Täter war. Und es war tatsächlich einer aus unseren Reihen. Es war Bellec, der uns damals zu den Assassinen führte. Wir haben eine neue Montur freigeschaltet, das ist schön. Was machen wir denn jetzt heute noch in der Folge? Jetzt ist ja so ein bisschen Action schon gewesen. Wo ist denn diese verschlossene Truhe? Wahrscheinlich wieder irgendwo unterirdisch. Wir könnten mal, wie viel Geld haben wir denn? Steht das zufälligerweise hier irgendwo? Sonst könnten wir nämlich hier so ein nicht renovierte Gesellschaft mal machen. Ja, mit 3,7 werden wir da aber nicht weit kommen. Warte mal. Hatten wir nicht noch ein paar andere Gesellschaftermissionen hier freigeschaltet? Warte mal. Aber ich mach mal auf nur Missionen. Hier hat man nämlich noch welche. Ah, das sind die Helixrisse, okay. Was ist das? Es werden Köpfe rollen. Das sind die Koop-Missionen. Hier haben wir noch welche. Ein dramatischer Abgang. Das könnten wir vielleicht noch machen. Haben wir denn da irgendwo einen Schnellreisepunkt? Müssten wir eigentlich. Wir hatten da ja auch einen Aussichtspunkt gemacht. Da haben wir einen. Das ist nicht so weit weg. Nee. Dahin will ich. Hui! So, machen wir da vielleicht noch ein kleines Missionchen. Dann haben wir das nämlich auch gemacht. Und, naja. Weiß ich, diese Helixrisse sind zwar ganz cool. Einfach, weil man ein bisschen was anderes sieht, weil man was erlebt. Aber, ja. Ist halt immer das Gleiche, ne? Das ist halt das Problem. Es ist jetzt nicht groß Abwechslung, dass du sagst, hey, da machst du mal das, da machst du mal das. Es ist halt immer das Gleiche. Es ist immer diese Dinger sammeln und dann fertig, weißt du? Ist zwar schon ganz geil. Hui! Aber ist jetzt irgendwie nichts Besonderes so, weißt du? Ist halt, ja, ist geil, aber das war's auch schon. Ist wie ich so, weißt du? Ich bin auch geil, aber das war's. Du siehst aus wie ein Royalist. Hey, lass ihn in Ruhe. Okay, er ist leider schon tot gewesen. Aber wir konnten ihn noch rächen. Auch wenn es nur ein armer Bürger war. Wir konnten ihn immerhin noch rächen. Das ist die Hauptsache. So, und jetzt checken wir mal. Oh Gott. Ja, Erkältung. Checken wir mal, dass wir vielleicht noch eine Mission machen wenigstens. Das ist immerhin, dass wir immerhin etwas geschafft haben. So, dann müssen wir wieder nach oben, schätze ich mal. Hallo, 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 ich muss hier durch. Da kommen wir nicht durch, toll. Vorsicht, ich muss hier durch, ich muss hier durch, vielen Dank. Alla, 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 alla. Ich mag das, aber dieses Gesinge ist echt cool. Das bringt ein bisschen Atmosphäre hier rein. So, und hier haben wir Missionen. Da haben wir einen dramatischen Abgang oder alte Habits ablegen. Schwierigkeit, boah, ist 4. Sehr schwierige Missionen. Kaufen Sie Fähigkeit und Ausrüstungsstücke, um Ihren Level zu erhöhen. Können wir noch nicht machen, oder was? Okay. Die können wir auch noch nicht machen? Doch, können wir. Okay. Würde ich sagen, einen skrupellosen Adeligen möglichst theatralisch eliminieren. Kein Ding. Theatralisch kann ich. Der skrupellose Duc de Barrois. Barrois? Baron? Baron. Nutzt seinen Einfluss, um Rivalen hinrichten zu lassen. Anschließend eignet er sich Besitztümer an. Er feiert seinen Erfolg mit seiner Theateraufführung im Hotel de Sully. Stört die Aufführung und statuiert ein dramatisches Exempel am Herzog. Alles klar. Werd erledigt, Freunde. Werd erledigt. Hui. Sollten wir, glaube ich, gerade so hinkriegen. Ich meine, dramatisch irgendjemanden töten, das können wir. Ich meine, ich kann auch dramatisch auf die Schnauze fliegen und Dinge nicht schaffen. Aber dramatisches Töten ist eigentlich immer drin. Glaube ich. Denke ich. Hoffe ich. Gehe ich von aus. Hoffe ich. So, wo ist denn seine Theateraufführung? Da unten. Einmal Adlerauge.
Wo ist er denn, der Herr? Duc Barrios finden. Da ist er. Okay. Frage ist jetzt, läuft er hier irgendwie rum oder macht er irgendwas oder? Und ansonsten würde ich nämlich sagen, weiß nicht, ob wir den von hier treffen. Oh, verdammt. Versuchst du wegzulaufen? Ich war's nicht. Au. Boah. Nein. Ah, da ist einer gestorben. Ah. Alter, was für eine blöde Druller. Ich glaub's ja wohl nicht. Krass. Ja, hat nicht so gut funktioniert, wie ich mir das jetzt erhofft hatte. Ich glaube, wir sollten vielleicht doch auf den Boden der Tatsachen zurückkehren und den Macker einfach töten. Ihm einfach unsere heißgeliebte Klinge ins Arschloch schieben. Wie sieht's aus, hm? Alter, jetzt müssen wir wieder so weit laufen, ernsthaft? Man hätte ja auch ein Safe Game irgendwie in der Nähe machen können, nein. Das geht nicht. Aber so weit ist es gar nicht, guck mal. So, wir stellen uns einfach mal ganz interessiert hier dazu. Ich gab den Dienern meine verschlissenen Laken. Und warten einfach, bis der fette Herzog seinen Arsch hierher bewegt. Ganz im Gegenteil. So. Ah ja, da ist er. Guck mal. So, pass auf. Jetzt. Bums! Und weg. Na komm schon. Nein! Mann, das gibt's doch gar nicht. Weißt du, das sind alles Scharfschützen oder was? Fick doch die Henne. Kann doch nicht wahr sein. Weißt du, das Ding ist, ich wollte eigentlich auch gar nicht hochklettern. Ich wollte eigentlich durch die Tür abhauen, aber das hat mal wieder nicht funktioniert. Weil er gleich wieder wie so eine Spinne die Wand hochgekrabbelt ist, ey. Boah, nee. Okay, ein weiterer Versuch. Okay, wir werden aber immer näher gespawnt, das ist schön. So, hey, was ist denn hier los? Wird hier etwa gevögelt? So etwas dulde ich hier nicht, Freunde. Runter, runter! Meine Fresse. Okay, von wo kommt denn der jetzt? Ah, der kommt von hier, okay. Das ist ja noch besser, da können wir den ja gleich töten. Wohin flüchten wir dann? Ja, du hast auch Spaß. Richtig viel Spaß. Pisser. Weg. Schnauze, ich bin weg. Nein, nicht schon wieder eine Wand hoch. Da bist du ja. Du Nein. Bist ein Witz. Boah. Sehr gut. Ich war gestern in deiner Schenke. Du verkaufst mehr, als du uns möchtest. So, und weg. Lass mich hier durch, lass mich hier durch, lass mich hier durch, durch. Ich muss weg. Hallo. Okay. Es sieht gut aus, es sieht gut aus. Wir sind so gut wie geflohen. Wir gehen erstmal hier rein. Schwapps. So, wir erhalten Credo-Punkte, wir erhalten Bargeld. Das heißt, wir haben die Mission erfolgreich beendet. Wir haben Marai befreit. Sehr schön. Dann traue ich mich mal wieder hier aus dem Ding raus und verabschiede mich an dieser Stelle von euch für diese Folge von Let's Play Assassin's Creed Unity. Wir haben einiges geschafft, wir haben das besetzte Paris durchkämmt und wir haben, das erzähle ich euch gleich im Endscreen. Sonst habe ich da wieder nichts. Bis gleich, tschüss! Und wir haben, und das kann ich euch jetzt im Endscreen hier erzählen, haben den Herzog getötet. Bei seiner Theateraufführung hat er sich gefreut, hey, endlich mal wieder ein bisschen Action.
Ja, und die Action kam ihm mitten in die Fresse mit unserer Klinge. Das war wunderschön. Und naja, ich würde aber mal sagen, in der nächsten Folge können wir ein bisschen Hauptmission machen oder wir machen noch eine andere Nebenmission. Wir werden es schon herausfinden. Es gibt ja genug zu tun. Bis zur nächsten Folge von Assassin's Creed Unity. Haut rein! Tears.